Genau zu solchen Leuten, wie du sagst, die zum Islam konvertieren. Wir lesen 1. Johannes 2, Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Amen, Kanu. Amen, Kanu. Ich werde daran glauben, wenn ich älter bin. Jetzt habe ich noch nicht die Möglichkeit. Warum hast du jetzt noch nicht die Möglichkeit? Was geht? Was geht, Bruder? Gott ist der Einzige, der Sünden einfach so vergibt. Falsch. Das ist auch falsch. Das ist auch ein falsches Gottesbild. Gott vergibt Sünden nicht einfach so, weil er ist gerecht. Du kannst nicht gerecht sein und gleicherweise Sünden einfach so vergeben. Das funktioniert nicht. Dann wäre Gott nicht mehr gerecht. Ich mache mal ein Beispiel mit dem Gericht. Wenn du vor Gericht stehst wegen Mord, dann, wenn der Richter natürlich gerecht ist, wird er dir Gefängnisstrafe geben. Das ist Gerechtigkeit. Das ist gerecht. Wenn du eines Tages vor Gott stehst und sagst, und Gott sagt, ja, ich tu dir einfach vergeben, dann ist es nicht mehr gerecht, weil Sünde muss bestraft werden. Und jemand wurde für unsere Sünden bestraft und das ist Jesus Christus. Ich lese dir einen Bibelvers vor. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das bedeutet, Jesus, der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht, damit wir gerettet sind. Das ist Gerechtigkeit. Warum? Weil Jesus sein Leben gegeben hat, lesen wir auch in Markus 10, Vers 45. Jesus hat sein Leben als Lösegeld gegeben für viele. Und das Wort Lösegeld bedeutet, dass du jemanden, ich habe den Vers auch heute Morgen nochmal gelesen mit einer Fußnote. Ich finde, die Fußnote beschreibt das Ganze richtig, richtig gut. Wir lesen das hier in 45. Und guck mal, das Wort Lösegeld bedeutet, meint den Preis, mit dem ein schuldig gewordener von seiner Strafe befreit werden konnte. Lösegeld ist etwas, womit du jemanden befreist, einen, der schuldig ist. Du bist schuldig und Jesus hat sein Leben gegeben als Lösegeld. Das bedeutet, Gott tut nicht Sünden einfach so vergeben. Er hat die Sünden vergeben durch das Blut Jesu Christi. Das lesen wir zum Beispiel auch in ähnlicher Weise in Hebräer 9, Vers 22. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Wir lesen Kolosser 1, 14, durch das Blut Jesu Christi haben wir Vergebung der Sünden. Also hier, ich lese es ganz vor, nicht nur sinngemäß. Kolosser 1, 14, ein so krasser Vers. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und in Römer 3, Vers 25 lesen wir das Ähnliche. Und deswegen ist das Gotteskonzept oder die Errettung der Muslime einfach Schwachsinn. Weil sie sagen, ja, wenn du gute Dinge tust, dann können dir die anderen Sünden ausgetilgt werden. Oder wir lesen auch in einer Überlieferung, lesen wir, dass die von den Juden und von den Christen die guten Taten für die Muslime benutzt werden und somit die schlechten Taten ausgelöst werden. Kalima TV, du kannst direkt aus meinem Livestream rausgehen. Du wurdest so oft hochgenommen, bitte hör auf, in meinen Livestream reinzuschreiben. Auf jeden Fall finden wir im Koran keinen gerechten Gott. Wir finden das nicht, weil Gott einfach so Sünden vergeben kann, weil er allvergebend ist, etc. pp. Deswegen gibt es überhaupt keinen Sinn. Wir finden aber in der Bibel einen gerechten Gott, der einen gerechten Menschen für unsere Sünden sterben lassen hat. So viel Angst hast du. Du kannst direkt aus meinem Leistung rausgehen. Hör auf mit Angst. Ciao. Und so hat Gott einen Gerechten sterben lassen für uns, damit wir in den Himmel kommen. Das hat Gott für uns getan, weil Gott so sehr die Welt geliebt hat. Das ist dieses Errettungskonzept, dieses Heilskonzept der Bibel, was einfach viel mehr Sinn macht. Thank you.
Ach, hör nicht auf deine Religionslehrerin, ich sag dir ganz ehrlich, der Religionsunterricht in der Schule ist oder so in vieler Hinsicht einfach nur Schwachsinn. Meiner Meinung nach erzählen sie nicht mal, wie du in den Himmel kommst. Meiner Meinung nach wird da nicht mal gelehrt, dass Jesus Christus Gott ist und naja. Nimm an. Okay, dann nehme ich dich mal an. Mal gucken. Hallo? Hallo. Du hast gesagt, Muslime glauben nicht an Jesus. Richtig. Das stimmt nicht. Doch, es stimmt. Glaubst du daran, dass Jesus für dich gestorben ist? Ey, nein. Dann glaubst du auch nicht an Jesus. Ihr glaubt ja auch nicht, dass Jesus gestorben ist. Doch, ich glaube, dass Jesus gestorben ist. Ich hab mit mehreren Christen geredet. Ein anderer hat gesagt, dass Jesus weggenommen, halt in den Himmel Was genommen interessiert wurde. es mich, was andere Christen gesagt haben? Bruder, ihr habt alle verschiedene Meinungen. Nein, die Bibel sagt ganz klar, in 1. Korinther 15, 13 lesen wir, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Deshalb, ja, Christus wurde auferweckt und Christus ist gestorben, lesen wir in 1. Korinther 15. Wenn ein Christ sagt, dass Jesus nicht gestorben ist, dann hat er die Bibel nicht gelesen und versteht sie auch nicht. Ganz einfach. Sagst du, dass Jesus Gott ist? Ja, ich sage, dass Jesus Christus Gott ist. Das sagt die Bibel. Hast du ein Vers, wo genau steht, dass Jesus gesa selber gesagt hat, dass er Gott ist? Ja, habe ich. Habe ich einen Vers, einen eindeutigen Vers. Dann hast du falsch gelesen, mein Bruder. Okay. Erstmal googeln jetzt. Ich google nicht. Ich bin auf bibleserver.com, in dem ich Bibelverse reinschreibe, wie ihr auch hört, an meine Tastatur und sie dann vorlese. Schlaumeier. Und auch wenn ich google, was hat es dich zu interessieren? Man denkt, es ist peinlich, wenn ich dann google. Egal, ja, Jesus Christus ist Gott und wir lesen in der Bibel auch ganz klar, dass es er das sagt. Wie kam, Maria hat Jesus nicht als Gott geboren. Jesus wurde durch den Heiligen Geist gezeugt, nicht durch Same, nicht durch Josef. Maria und Josef haben nichts mit der Geburt Jesu zu tun, außer dass er durch Maria auf die Welt gekommen ist. Sie haben nichts damit zu tun. Gar nichts. Er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Bist du noch da? Man hört dich nicht, was? Hast du jetzt den Vers gesagt? Ich kann ihn jetzt dir vorlesen, wenn du willst. Nichts. Okay, erstmal lesen wir 2. Mose 3, Vers 14. Wir lesen 2. Mose 3, Vers 14 folgendes und zwar, also hier, Gott sprach zu Mose, okay, ich bin der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Okay, das heißt, wir merken uns die Worte, ich bin. Das sind die Worte, die Gott zu sich selber sagt. Das ist das hebräische J. HWH, sein, existieren. Also das ist, was Jesus von sich selber aus sagt, dass er der Seiende ist. Okay? Hast du zugehört? Hallo? Du hast zugehört, okay? Ja. Okay. Jesus sagt dieselben Worte in Johannes 8,58. Abraham, also hier, wir lesen, ich lese sogar Vers 56, damit es einfach wichtig ist, den Kontext zu lesen. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Jesus hat dieselben Worte in 2. Mose 3, Vers 14 auf ihn bezogen. Wir lesen nochmal Vers 14 in 2. Mose. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Das ist der Name Gottes, JHWH. Jesus sagt in Johannes 8,58, ehe Abraham war, bin ich. Das sind dieselben Worte, JHWH. Das heißt, ja, Jesus hat gesagt, ich bin Gott. Nein, Dankeschön. du hast aber die Frage nicht beantwortet. Wie bitte? Du sollst mir in einen einzigen Vers zeigen, nicht in Habe ich dir verschiedenen. gerade eben gezeigt. Und wenn du nicht zuhören möchtest, dann geh aus meinem Livestream. Ciao. Habe ich schon keinen Bock drauf. Ich erkläre nichts 5 Minuten, um dann so eine Antwort zu bekommen.
Jesus spricht nicht, sondern Johannes schreibt das und Jesus hat gesprochen, Tony Hamadi. Ich bin kein guter Mann, Corday. Hallo? Hallo, hört man mich? Ja, man hört dich. Guck mal, du hast ja gerade gesagt, also der ist für Israel gekommen. Und er sagt, ich bin Jude, aber warum existiert dann ein Christentum? Wo habe ich gerade eben gesagt, dass er für Israel gekommen ist? Ja, du hast gerade einen Vers vorgelesen, dass er für Israel oder so gekommen ist. Hast du gerade gelesen? Wo denn? Ich weiß jetzt nicht, aber du hast gerade gelesen. Ich habe gelesen, Gott sprach zu Mose, ich bin der, ich bin, und er sprach, so sollst du deinen Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Ja, Ja, das das ist meine Mose ich. davon die Rede. Warum? Aber. Weil Gott sprach zu Mose, ich bin der, ich bin. Und Mose wird ja zu den Israeliten gesandt nach Ägypten. Und Mose hat doch Ägypten, also Israel aus Ägypten gezogen. Hier geht es um Mose in 2. Mose. So. Nicht um Jesus. Aber ja, du hast auch recht. Ja, Jesus wurde auch zuerst für die Juden geschickt. Ja, So, das war warum? aus Israel, ja. Er ist doch selber Jude, oder? Richtig, Jesus war Jude. Ja, warum? Also wenn ihr Jude wisst, warum gab es ein Christentum oder wieso? Ich verstehe das nicht. Der Christentum ist entstanden, weil der Judentum einfach nicht mehr Sinn ergeben hat. Weil die Juden nicht an Jesus Christus geglaubt haben, sondern sie haben ihn abgelehnt. Und somit Also. ist aus dem Heidentum ist dann der Christentum entstanden, weil die Christen an Christus glauben, an Jesus Christus. Und so ist der Name auch entstanden. Wir lesen auch den Namen Christen oder Sekte der Nazarener, lesen wir auch in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Also Jesus hat dann einfach die Religion gewechselt, oder? Jesus hat keine Religion gewechselt. Jesus war durch und durch Jude. Du hast doch gerade gesagt, aber die Christentum so entstanden. Der Christentum ist dadurch entstanden, also als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er Ja. sich dann nochmal 40 Tage den Jüngern gezeigt. Und die Jünger haben das Evangelium dann verkündet in der Welt und so, als Jesus dann am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Und somit ist dann irgendwann mal der Christentum entstanden. Also die Menschen haben haben den Christentum entwickelt und nicht die Juden. Und nicht Jesus. So soll ich das verstehen oder wie? Die Menschen haben sich einfach Christen genannt oder sie wurden beziehungsweise Christen genannt. Sie wurden Christen beleidigt oder Sekte der Nazarener beleidigt, besser gesagt. Also, von wo kommt nochmal die Bibel? Von Gott, ne? Die Bibel wurde von Menschen durch Gottes Heiligen Geist, also durch den Heiligen Geist, geschrieben, ja. Ja, aber ich dachte, er ist doch gestorben. Wie, er ist gestorben? Was Du hast meinst ja du? gerade gesagt, als er im Kreuz gekreuzigt wurde. Ja, und danach ist er auferstanden. War das nicht vor 3 Tage? Bruder, du verwirrst mich ganz sehr. Bitte bleib bei einem Thema und bitte sprich Ja. nicht so her. Oder ich habe auch mit anderen Leuten geredet und die haben gesagt, dass Jesus nach 3 Tagen aufgestanden ist oder so. Ist er auch, ja. Ja, ich hatte gerade gesagt, er ist nach 3 Tagen aufgestanden, du hast nach 40 Tagen gesagt. Ich habe gesagt, er ist auferstanden und er hat sich noch mal 40 Tage den Jüngern gezeigt. So. Ja, egal. Jungs, ich geh jetzt essen. Ich komme später vielleicht wieder. Guten Appetit, ciao, ciao. Ciao. Ja. Was ist denn? So. Warum regst du dich so sehr in den Kommentaren auf? Wer? Warum regst du dich so sehr in den Kommentaren auf? Ja, Bruder, warte, dieser Nico, Bruder, also er muss hier hochkommen, Bruder. Er sagt, Gott kann nicht das Universum geschaffen. Der wird nicht hochkommen. Ja. Aber was gibt's? Was los? Nein, gar nichts, Digga, hier. Der liebe Nico, Digga. Er will halt nicht hier seine artistische Position, sage ich mal, verteidigen. Bist du Christ? Ja. Jeder Mensch ist ein Gott für sich, falsch. Ich glaube, manche Leute reden einfach los, ohne was sie wissen, ja. War lange nicht mehr Ja. hier, hab viele Leute geschrieben. Ja, Nico, also ich sag dir ehrlich, Bruder, du musst schon hier deinen Atheismus verteidigen, Bruder. Kennst du dich gut mit dem Atheismus aus? Ja, schon.
Kennst du dich gut mit dem Urknall aus, etc. pp? Ja. Okay. Was Also erwartet? wenn hier irgendein Artist hochwürdiger. Aber Menschen zu urteilen ist auch eine Sünde, mein Herr. Ich bin nicht dein Herr, der Herr ist alleine Jesus. Und ich urteile nicht über die Menschen, wer in die Hölle kommt, das sagt die Bibel. Und wenn ich die Bibel zitiere, zitiere ich das, was Gott gesagt hat. Es gibt Gott nicht, beweise es mir. Alle bei Physikfragen immer mit Anfrage schicken. Ex-Atheist und so. Ich sag dir ehrlich, mit Urknall und so kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also da seid ihr wahrscheinlich der Beste dran als ich. Jesus lebt nicht. Wir haben außerbiblische Schriften von Tacitus und Flavinium, die über Jesus Christus geschrieben haben. Und das sind bewiesene Schriften. Also doch, Jesus hat gelebt. Und Jesus lebt immer noch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der für immer lebt, um für sie einzutreten, lesen wir in Hebräer 7, Vers 25. Die Bibel ist von Menschenhand geschrieben, ja, aber die Bibel sagt in 2. Timotheus 3,16, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das griechische Wort für eingegeben ist Theopneustos und bedeutet, es ist Gott gehaucht. Es sind Gottes Worte, die aufgeschrieben worden sind. Immer diese Leute, die sagen, Jesus sei Moslem gewesen, das ist so großer Schwachsinn einfach. Mittlerweile respektiere ich als religiöse Atheistin mehr als euch, die sowas labern. Okay, Sanam. Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man. Amen. Mein Freund. Hallo? Hast du? Warte, jetzt bin ich wieder Hallo, Stockholm. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, danke dem Herrn. Wie geht's dir? auch gut, danke schön. Freut mich. Was gibt's? Dein Thema ist Jesus Gott, oder? Nicht unbedingt, es geht einfach um das Evangelium, aber ja, erzähl, was du sagen willst. Okay, weil ich kann es dir beweisen, dass Jesus nicht Gott ist. Okay, beweis es mir. Okay, Markus 13, warte schnell. Ist Gott allwissend? Markus 13,32, da Warte, kannst du auch warte, schon warte. direkt rausgehen. Bitte kommt mir mit neuen Argumenten, das ist so langweilig geworden. Julia, du musst nochmal eine Live-Anfrage senden. Statt die Religion an sich zu schön zu machen, schreibt ihr sowas. Weißt du, dass Jesus mehr über die Hölle als über den Himmel gepredigt hat? Wollte denn der Herr Jesus Christus den Menschen das schön machen? Warum schmeißt du mich raus, weil ich keinen Bock auf diese Frage habe, sag ich dir ganz ehrlich. Schon, keine Ahnung, ich kann dir nicht sagen, wie oft ich schon dieses Thema hatte und wie oft ich schon diese Frage geklärt habe. Erklärt habe. Wieso sagt keiner Hallo? Was meinst du? Digga, schäm dich mal. Okay, ich schäme mich jetzt. Es ist schlimm, dass ich keine Religion gehe. Weil ich dich begraben werde, ganz einfach. Ja, wirst du. Du wirst mich so begraben. Hier Sektenjünger. Jede Religion ist wie eine Sekte, weil alle davon ausgehen, dass Gott überall ist und nicht. Also eine Se Was ist denn eine Sekte? Erklär mir mal, Open Mind. Es geht darum, dass hier die Religion nicht friedlich darstellt. Du schreibst, ihr geht in die Hölle. Das sagt die Bibel. Die Bibel sagt, wer nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt, ist schon gerichtet. Also er kommt in die Hölle. Warum liest du mal komme nicht durch, weil er nicht durchkommt? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Vollkommen richtig. Kann ich wieder hochkommen, meine Frage stellen? Wenn du eine andere Frage hast, kannst du gerne hochkommen. Gar kein Problem. Aber nicht diese. Warte, wegen der Ignoranzfrage oder was? Was meinst du mit Ignoranz? Ich glaube, die benutzen auch oft die Aussage hier mit, er wusste nicht, wann der jüngste Tag ist oder sowas. Naja, aber fang nicht damit an, das bringt nichts, lass es, glaub mir. Okay, komm hoch, Stockholm, und stell deine andere Frage. Dann liebend gerne. Mings macht die andere Religion, doch, das mache ich auch. Der Islam ist falsch. Das habe ich auch schon oft gesagt. Okay, mein Freund, alles gut. Ich habe mal eine andere Frage, okay? Gerne. Okay. In der Bibel steht geschrieben, Jesus, als Jesus 8 Tage alt war, wurde er beschnitten. Gott wird beschnitten? Ja, wird Gott beschnitten? Jesus wurde Mensch, ja, Jesus wurde beschnitten. Dann ist er auch nicht Gott. Echt? Ja, wenn Gott beschnitten wird, dann ist er nicht Gott für mich. Also wenn Gott Mensch wird und beschnitten wird, ist er nicht Gott. Eine Frage, Stockholm. In deiner, warte, wir bleiben bei meiner Frage. In Ja, deiner richtig. Bibel steht, wer von einer Frau 9 Monate getragen wird oder wer von einer Frau geboren wird, kann nicht Gott sein.
Er kann nicht dein Gott sein. Wo steht das? Das ist deine Aufgabe. Geh danach. Wo steht es? Wenn du der Kenner über den Bibel bist, dann gib mir doch einfach bitte den Bibelvers und hör auf, so viel zu quatschen. Gib mir den Bibelvers. Er ist nicht Gott. Er kann nicht Gott sein. Gib mir den Bibelvers, was du gerade eben gesagt hast. Okay. 83 Mal steht in der Bibel Sohn des Menschen. Nur 13 Mal steht Sohn Gottes, aber 70 Mal mehr steht Sohn des Menschen. Frag jeder christliche Missionar, wer ist dieser Sohn des Menschen? Sie sagen Jesus. Ja, Jesus ist auch der Sohn des Menschen. Und ja, Sohn des Menschen, aber nicht Sohn Gottes, oder? Der ist Sohn Gottes, er ist Sohn des Menschen. Jetzt er ist bestätigt, dass er, das sagt doch dein Lass Leben. Mich doch ausreden, lass doch auch ausreden. Er ist das lebendige Brot, er ist das Licht der Welt, er ist die Tür, er ist der Weinstock, wir sind die Reben, er ist Hohepriester nach der Weise Melchisedek und Jesus ist noch viel mehr als das. Was machen wir jetzt? Kannst wieder reden, Stockholm. Und bitte auf Dings reinzureden, sonst werde ich dich direkt wieder kicken. Gar keinen Bock drauf. Okay, zu die erste Frage. Können wir zu. Stell deine Fragen. Also die erste Frage. Ich werde auf Markus 13, 32 nicht mehr eingehen. Das ist so langweilig. Warum will weil ich nicht mehr es langweilig reingehen? Ist. Weil wie das oft willst du das eigentlich noch erklärt bekommen in Stockholm? Wie oft soll man das dir noch erklären? Jesus wurde vollkommener Mensch. Jesus, der in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festgehalten hat, Gott gleich zu sein. Es gibt drei Lösungsmöglichkeiten bei der Frage mit Markus 13. Er ist 32. Wenn ich davon erkläre, kannst du danach wieder sagen, Jesus ist nicht Gott. Was soll es denn nutzen, diese Dinge zu erklären? Was nützt es? Er wurde gefragt, wenn ist der jüngste Tag? Er sagte, ich weiß es nicht, das wissen nicht einmal die Engel im Himmel, das weiß nur Vater. Das weiß nur der Vater. Jesus wurde Mensch und er hat seine Allwissenheit abgelegt. Also wusste er das nicht oder hat er gelogen? Kann Jesus seine Allwissenheit ablegen, ja oder nein? Und ihr sagt, also, guck mal, es ist so Vater, anstrengend mit dir, Stockholm. Heiliger Geist, geh doch einfach auf meine Frage ein. Das bestätigt auch, dass er nicht mit der Vater eins ist. Geh auf meine Frage ein, Stockholm. Er hat das nicht gewusst, er schafft nicht Gott. Stockholm, geh auf meine Frage ein. Du beantwortest erstmal meine Frage. Kann Gott alles? Wir bleiben bei meiner Frage. Kann Gott alles, ja oder nein? Was? Warte, darf ich drauf eingehen? Warte, er soll einfach meine Frage beantworten, sonst kicke ich den, ich habe keinen Bock drauf. Kann Gott alles, ja oder nein? Beantworte meine Frage. Stockholm. Das ist eine Frage, die meine Frage anknüpft. Du musst einfach meine Frage beantworten mit ja oder nein. Wir bleiben bei meiner Frage. Okay, warte, lass mich drauf eingehen, Bruder. Chill doch mal kurz bei dir. Es ist so anstrengend. Ja, warte, chill mal. Jetzt soll ich drauf eingehen? Nein, Bro, bitte hör auf. Der wird dir deine Fragen nicht beantworten, weil er nicht möchte. Okay, nein, warte, ich hätte so erklärt, dass da gar keine andere Frage ist. Ganz kurz, warten beide ganz kurz. Stockholm, kann Gott alles ja oder nein? Was ist das für ein Gott? Kann Gott alles ja oder nein? Stockholm, wenn wir über die Gottheit Jesu in der Bibel sprechen, glaube mir, du wirst danach mundtot rausgehen. Das willst du gar nicht anfangen. Ich habe dich jetzt mundtot gemacht, ich habe dich begraben. Okay. Hast du die Bibel vor dir? Ich habe dich begraben jetzt, also. Hast du die Bibel vor dir? Hast du die Bibel vor dir, ja oder nein? Wem hat er geweint, als er gekreuzigt wurde? Hast du die Bibel vor dir, Stockholm, ja oder nein? Ich kenne deine Bibel besser als du. Okay, dann schlag mal Jesaja 40,3 auf. Also, beantworte meine Frage, dann geht. Jesus war allwissend, ja, und der Vater gebührt es erstmal meine Frage. Jesus war allwissend und dem Vater gebührt es, diesen Tag zu verkündigen. Das Wort für Wissen, wie ihn auch in 1. Korinther 2, kann auch übersetzt werden wie verkündigen. Das bedeutet, Jesu hat den Tag nicht verkündet. Wie gesagt, Paulus sagt in 1. Korinther 2, sagt er, ich habe mir unter euch nichts anderes vorgenommen, unter euch zu wissen, als Jesus Christus den Gekreuzigten. Er war nicht alles wissen, Paulus sagt, hätte er gewusst, wenn ich der Jungs sagt. Ein kleines Kind, bitte, hör mal kurz auf. Das bedeutet, Paulus hat hier ganz klar gemeint, er verkündet nichts anderes als Jesus Christus den Gekreuzigten. Das bedeutet, das Wort Wissen kann als Verkündigen übersetzt werden. Das bedeutet, Jesus hat den Tag nicht verkündet. Warum? Weil es dem Vater alleine gebührt. Somit haben wir die Frage beantwortet. Stockholm, komm hoch. Geh nicht raus. Ich habe dir deine Frage beantwortet. Komm hoch. Wir werden jetzt über die Gottheit Jesu reden. Komm hoch, Stockholm. Nicht rausgehen. Ich habe dir gesagt, wenn du mit mir über die Gottheit Jesu reden willst, du wirst hier nicht so rausgehen, wie du vorher rausgegangen bist.
Abu, du schreibst schon seit zum 10. Mal, lad mich ein. Ich kann dich nicht einladen. Du hast keine 1000 Follower. Nee, warte hier. Ich sehe hier. Also, wenn hier einer hoch will, über Physik ein bisschen reden will, bin ich frei. Wer bist du? Oben links siehst du meinen Namen. Wen hast du kommen begraben? Einfach niemanden. Das ist ja das Witzige. Er sagt, beantworte meine Frage, beantworte meine Frage. Ich beantworte, ich will seine Frage mit meiner Frage anknüpfen, in dem kann Gott alles. Und er sagt, beantworte meine Frage. Ja, ich will sie doch beantworten, beantworte doch erstmal diese. Zu sehen, desto mehr Leute hier oben sind, desto lauter wird es und desto willkürlicher wird es. Deswegen, ich wünsche Gottes reichlichen Segen, aber desto mehr, desto schlimmer ist es, glaub mir. Dich auch, Alessio. Deswegen, zwei Christen hier oben reichen schon aus. Hallo, Tim. Hallo. Hi. Also erstmal einen wunderschönen guten Tag. Und dann wollte ich einfach kurz mal was fragen. Guten Tag dir auch, gerne. Und zwar, ja, mir kommt das so, weiß ich nicht, etwas komisch vor. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, wie du darauf kommst oder was deine Aussage untermauert, dass jeder Mensch, der nicht an den Herrn Jesus Christus glaubt, in die ewige Hölle geht. Die Bibel. Wo genau steht das? Johannes 3, Vers 18. Meinst du nicht, das ist in einer gewissen Hinsicht Diskriminierung, wenn du in deinem Livestream sagst, dass der Islam nicht richtig ist oder andere Religionen auf einer gewissen Weise falsch sind? Auch wenn es Diskriminierung wäre, das wäre die Wahrheit. Okay. Meinst du nicht, ist manchmal besser, einfach die Wahrheit für sich zu behalten und seine Meinung nicht irgendwie im Internet preiszugeben, nur um andere damit triggern zu können? Ich will gar nicht die Leute triggern, weil ihr denkt wahrscheinlich, ich gehe live, um den Leuten zu triggern und hier Streit entstehen zu lassen und dass hier viele Zuschauer sind. Mir geht es gar nicht um die Zuschaueranzahl. Mir geht es darum, ich freue mich, wenn hier 400 Leute drinne sind, weil ich 400 Leuten direkt auf einem Schlag das Evangelium verkündigen kann. Die Bibel sagt in Markus 16, 15, geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das bedeutet, zu deiner Frage, kannst du nicht die, oder ist es besser, die Wahrheit nicht für sich zu behalten? Nee, ist es nicht. Ich muss die Wahrheit verkündigen. Ja, verstehe ich. Also du sagst von dir aus selber, okay, ich bin jetzt bereit dazu, live zu gehen und das der Welt zu zeigen. Richtig, ja. Und ohne irgendeinen Hintergrundgedanken sagst du auch dann das einfach von dir aus selber. Also niemand hat dich dazu gezwungen oder sonstiges. Warum sollte mich jemand dazu zwingen? Weiß ich nicht, weil das kein gesunder Menschenverstand ist. Also es ist nicht gesund. Nein, das habe ich nicht gesagt. Du machst es auf eine radikale Weise. So, du lässt dich nicht mal von anderen Meinungen, sag ich mal, Warum sollte ich aber du nimmst andere die andere Meinungen Meinung zulassen? nicht an. Du nimmst die andere Meinung nicht an. Glaubst du an den Urknall? Was ist das für eine Frage? Ich bin dem Thema gegenüber neutral, weil ich keinen politischen Streit auslösen will, weil politische Ich Meinungen frage, du auch. kannst doch einfach nur ganz normal meine Frage beantworten. Glaubst du an den Urknall? Bist du wissenschaftlich angelehnt? Ich bin kein wissenschaftlich angelehnter Typ. Ich sage nein. Bist du Agnostiker? Nein. Ja, was bist du denn für? Also, was Ich glaubst du? bin Was glaubst du? neutral. Was verstehst du an neutral nicht? Ich frage Neutral. dich doch an, was du glaubst. Du musst doch an etwas glauben. Glaubst du daran, dass es eine höhere Macht gibt? Glaubst du an Gott? Glaubst du nicht an Gott? Nimmst du ihn nicht an? Das sind ganz Also, normale Fragen, die du doch beantworten. ich sage nicht, dass ich Gott nicht annehme. Ich bin kein religiöser Typ. Ich glaube an nichts. Also. Das ist Okay, doch, du hast das deine ist doch. Meinung jetzt geäußert. Ja. Ja, ich Jetzt, glaube an Gott. jetzt, Darf ich diese Meinung jetzt. äußern? Eine Ja, Frage, natürlich Tim. darfst du das. Warte ganz kurz, Bro. Tim, also darf ich auch dann sagen, jeder Mensch, der nicht an das glaubt, kommt in die Hölle. Das ist auch meine Meinung. Die habe ich frei geäußert. Das ist die Ja, das Wahrheit, ist die ich richtig, das ist äußere. richtig. Das ist richtig, aber in einer gewissen Hinsicht diskriminierst du damit Leute. Und was soll Du das denn jetzt steckst erzählen? so gesagt Menschen in eine Schublade.
Ich stecke Menschen alle, die nicht an Gott glauben, natürlich, alle, die nicht an Gott glauben, steckst du in diese Schublade und damit hast du abgeschlossen. Ja, weil es auch so ist. Mhm. Was soll ich jetzt machen? Soll es mich jetzt irgendwie zum Nachdenken erregen? Ja, ein bisschen. Also an deiner Stelle würde ich ein bisschen drüber nachdenken. Weil ich glaube das, was die Bibel sagt, ich glaube nicht das, was ein Mensch mir sagt. Wenn ich immer noch dem Menschen zugefallen rede, wäre ich kein Knecht des Christus, sagt die Bibel. Das bedeutet, ich rede dem Menschen nicht zugefallen oder was sie hören wollen. Ich sage das, was die Bibel sagt. Also du willst mir sagen, dass etwas, was in einem Buch steht, über dem steht, was ein Mensch sagt? Ja, richtig, eindeutig. Ah, okay. Also willst du das jetzt auch diskriminieren? Ich habe nicht gesagt, dass ich es diskriminiere. Habe ich irgendwas von mir gegeben, was diese Art und Weise... Ja, hast du, weil du sagst es, also glaubst, also stellst du das, was ein Buch sagt, höher als das, was ein Mensch sagt. Das war ein Buch diskriminiert. Was stimmt denn nicht mit, warum stimmt denn nicht mit mir? Ich habe lediglich gegen ein Objekt ausgesagt, nicht gegen eine Person. Du sagst gerade eben, also stellst du das, was ein Buch sagt, über einen Menschen und hast darauf ironisch geantwortet. Ach so, okay. Was? Hä? Ah, alles klar. Findest du das nicht schlimm, dass ich die Meinung eines Buches über einen Menschen stelle? Findest du das in Ordnung? Das ist deine freie Meinung. Ich sag dagegen jetzt nichts. Ich hab's nur angenommen. Du brauchst diesen Leuten hier nichts vorgaukeln. Du hast deine eigene Meinung. Das, was du versuchst. Wem gaukel ich denn hier was vor? Warte ganz kurz, Tim. Du gaukelst den Leuten irgendwas vor. Ganz kurz, Tim. Du alleine. Mit diesem Livestream. Du darfst doch auch dich zum größten Affen, ja. Das interessiert mich nicht. Das ist ja das Ding, was ich ja die ganze Zeit meine. Mich interessiert es nicht, was du oder was Menschen sagen über mich. Mir geht es doch gar nicht um mich. Also doch, diskriminieren, sag ich doch. Ich hatte doch vorher gesagt, wenn es Diskriminierung ist, ist es mir auch absolut egal. Mich interessiert sowas nicht. Du bist der König, du Halbstarker. Ich bin nicht der König. Der Einzige, der König ist, ist Jesus Christus. Guck mal, du kommst in meinem Livestream und versuchst hier, mich irgendwie argumentativ auseinanderzunehmen. Kommst rein, sagst, ich bin nämlich wie ein Affe. Ich bin ein Halbstarker. Das bedeutet, wen diskriminierst du gerade eben? Ja, du hast einen ganz kleinen Penis hast du. Und das finde ich so lustig, Leute. Da kommt das Paradoxe raus aus dem Menschen. Also, Sanam, hast du immer noch Crush auf den Tim? Du sagst, ich kann auf keine Frage antworten, diskriminiere. Das ist so lustig. Du bist ein lustiger Typ, ein lustiges Kerlchen. Alles klar. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 18. Du bist 18? Genau. Okay, stark. Die Leute haben, du hast gerade vor 55 Leuten bezeugt, was ein paradoxer Mensch du bist. Weißt du das? Ist das jetzt was Falsches oder wie muss es ich das jetzt Es ist auch nicht falsch, paradox zu sein, es ist einfach nur unangenehm. Weil du hältst mir etwas vor, was du selber machst. Du hältst also auch Leuten was vor, was nicht stimmt. Oder du bist lustig, ich muss dir echt lassen, du bist echt lustig. Du komikst gerade über dich selber, merkst du selber, ne? Nein, gar nicht, null. Ich finde dich lustig, ich muss ehrlich zugehen, ich finde dich lustig. Mhm. Du kommst in meinem Livestream, sagst, ich diskriminiere Menschen, bin ein Affe, hab einen kleinen Penis und bin der Größte und bin ein Halbstark und bin ein König. Ja. Aber du diskriminierst mich dann auch, hä? Mhm. Du bist lustig. Mhm. Kannst du mir die Definition von Diskriminierung nennen? Die Definition von Diskriminierung? Ja. Du bist jetzt irgendwie geil drauf, von mir Fakten zu hören oder wie muss ich das hinhalten? Ich will wissen, ob du da weißt, was Diskriminierung bedeutet. Darf ich eine Gegenfrage stellen? Du darfst erstmal meine Frage beantworten, danach stelle ich dir darf ich die Frage mit einer Gegenfrage beantworten? Ich will doch einfach nur, dass du meine Frage beantwortest. Danach kannst du deine Nein, Frage. Nein, ich hab dir jetzt eine Frage gestellt und möchte auch darauf antworten. Du hast mir gar keine Frage gestellt. Ich frage dich, was bedeutet Diskriminierung? Habe ich gefragt, ob ich darauf mit einer Gegenfrage antworten darf. Stell mir bitte die Gegenfrage. Inwiefern hast du in der Schule aufgepasst? Nicht so gut. Das merke ich. Ja, okay, weiter. Schon wieder diskriminiert, aber weiter. Darf ich dich nochmal was fragen? Gerne. Wie alt bist du? Ich bin 23. Weiter. Svenja, da hast du komplett recht, das macht doch keinen Sinn.
Hau den Jungen ein bisschen raus, 80er Abend davon nehmen. Aber der Tim ist stumm. Ich muss mal ein bisschen auf ihn warten. Mal gucken, was er zu sagen hat. Das ist so lustig, Alter. Wirklich, ich sag ehrlich, ich lache gerade wirklich. Ich lache ihn eh nicht aus, ich lache wirklich über das, was er sagt. Das ist so lustig gerade gewesen. Er googelt gerade Definition von das Kind. Ey, Mann. Guck mal, es ist ja gar nicht schlimm, dass man nicht mal das Wort Diskriminierung weiß. Es ist überhaupt nicht schlimm. Ich sag dir ganz ehrlich, es juckt mich nicht mal, ob er es weiß oder nicht. Das Ding ist, er sagt, ich diskriminiere Leute. Ich frage ihn, was ist die Definierung, also die Synonyme für Diskriminierung? Und er geht raus. Schön. Ey, es ist so lustig. Alter Schwede. Junge. Hallo? Hallo? Hey. Jo, also ich will irgendwie nicht unfreundlich oder so sein. Ich möchte nur mal was fragen. Du bist nicht unfreundlich, frag. Sehr gut. Ich frage mich nur, warum bestimmte Leute dann versuchen, ihren Glauben halt anderen aufzubringen quasi. Also das ist halt nicht in Ordnung, finde ich. Es kann jeder glauben, was er möchte und so, aber es ist halt immer schwierig, das Leuten aufzuzwingen. Guck mal, das Ding ist, ich will nicht immer mit Fragen kommen, aber was bedeutet denn für dich zwingen? Naja, zwingen, aufzwingen ist für mich, wenn man zum Beispiel, wie viele das machen, an Leuten sagen, hey, das, das, und dann lassen die dich auch nicht mehr in Ruhe. So, die kommen dann halt immer wieder, auch wenn du sagst, du möchtest das nicht. Oder auch beispielsweise, ja, wenn du das nicht glaubst, dann passiert das und das und das. Es ist schön, dass ihr euch Sorgen macht und so, ne? Aber man möchte das vielleicht einfach nicht glauben, so. Aber leben und leben lassen, oder nicht? Was ist, wenn ich dir sage, dass Zwang immer aus einem gewalttätigen Sinne gemacht wird? Das bedeutet, stehe ich vor dir und halte dir eine Knarre an den Kopf und sage, wenn du nicht glaubst, stirbst du. Ja, nee, das ist ein bisschen übertrieben, ne? Ja, das ist Zwang. Zwinge ich dich, schlage ich dich so kaputt, dass du an das glauben musst, an was ich glaube, ja oder nein? Nee, ich meine ja auch okay, warte. Ich will nur kurz darauf eingehen, danach kannst du wirklich frei rausreden, was du sagen möchtest, nur dass du kurz meine Fragen beantwortest, ganz kurz. Also tue ich keine Gewalt anwenden, auf jeden Fall. Ja, nein, machst du nicht. Also hast du immer die Möglichkeit, wenn du in meinem Livestream bist, immer auf dem oberen X zu drücken und du bist raus aus meinem Livestream und musst es dir auch nicht mehr anhören, ja oder nein? Ja. Also inwiefern zwinge ich dich dann? Nee, ich meine ja auch nicht dich direkt. Ich meine ja eher so generell den Glauben. Es ist oft so, dass bei mir Leute klingeln und ich sage ihnen, ich glaube nicht daran. Und ja, sie kommt dann trotzdem immer wieder und deswegen frage ich sie allgemein mal nach. Aber dann hast du doch die Entscheidung, die Tür aufzumachen oder nicht. Ja, aber ich weiß vorher nicht mal, ob das die sind oder nicht. Die kommen und gehen andauernd bei mir. Dann machst du den Spion an die Tür. Ja, habe ich ja, aber die stehen ja nicht mit dem Kreuz hier vor meiner Tür und ich weiß dann direkt, das sind die. Aber dann, wenn es zum Beispiel Menschen ist, die du nicht kennst, kannst du einfach nicht aufmachen. Ja, das stimmt, das mache ich auch nicht mehr. Und das ist ja das Ding. Du kannst ja nicht sagen, jemand zwingt dich, wenn du doch frei entscheiden kannst, die Tür aufzumachen oder nicht. Das heißt, du kannst dich frei entscheiden, in meinem Livestream zu sein oder nicht. Deswegen kannst du das nicht als Zwang einstufen. Das geht ja nicht. Ja, das ist richtig. Das meine ich auch nicht. Aber das hast du ja gesagt. Naja, ich habe ja gesagt, dass du mir das aufzwingst oder so. Du hast ja gesagt, dass das ja aufzwingen ist, Menschen mit dem dann Angst zu machen. Aber du hast doch selber die Entscheidung, auch wenn ich dir Angst mache. Wenn ich dir jetzt sage, wenn du heute nicht von der Klippe springst oder Bungee-Jumping machst, ins Wasser rein oder von der Klippe springst ins Wasser herein, dann wirst du in 2 Tagen sterben. Muss es denn zwingend nötig sein, muss es denn passieren? Nein, muss es natürlich nicht. Wenn ich dir sage, wenn du stirbst, kommst du in die Hölle, was für meine Meinung auch halt stimmt, weil wir das in der Bibel lesen, dann musst du ja trotzdem nicht daran glauben. Das liegt ja immer noch an dir. Stimmt schon. Ich habe halt extrem problematische Vorerfahrungen gemacht mit dem Glauben leider. Mir wurde sehr viel aufgezwungen, also aufgezwungen im Sinne von, ich lebe in einer christlichen Familie und ja, ich habe ja auch geäußert, dass ich halt nicht an das glaube und seitdem
werde ich halt immer wieder attackiert. Glaubst du an Gott? Ich persönlich glaube nicht daran, ich verurteile aber auch niemanden, der daran glaubt. Ich mag es nur nicht, wenn 100 Leute auf mich zukommen und sagen, ey, und dann halt ausfällig werden und so. Ich finde das halt irgendwie aufzwingend irgendwie. So, keine Ahnung. Mit welcher Intention bist du in meinem Livestream gekommen, wenn ich fragen darf? Ja, ich wollte das halt mal ansprechen und fragen, warum das so ist. Ich weiß ja nicht, ob du das machst, aber du bist ja in diesem Glauben. Findest du, ich habe jetzt in den letzten 5 Minuten dir etwas aufgezwungen? Nee. Wenn ich dir sage, guck mal, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, dass er für uns Mensch geworden ist und dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, ich glaube daran. Und ich glaube auch daran, dass wenn jemand nicht daran glaubt, in die Hölle kommt. Habe ich dir etwas aufgezwungen? Ja, nee, aber du sagst ja trotzdem, ich komme dann in die Hölle so. Richtig. Aber du sagst mir, wenn ich dir das sage, sagst du, ich glaube nicht an die Hölle. Und das ist es dann aufgezwungen oder nicht? Nee, aber findest du das dann okay, wenn ich das nicht glaube, oder? Ich finde es okay aus dem Grund, weil es deine Meinung ist. Ich akzeptiere sie zwar nicht, aber ich respektiere deine Meinung. Aber ich akzeptiere sie nicht. Genauso wenig, wie du meine Meinung akzeptierst, weil sonst würdest du ja nach dem Ganzen nachgehen. Naja, dann wäre die Diskussion ja auch wieder beendet, oder nicht? Das ist es ja. Deswegen zwingt dich auch keiner. Die Diskussion ist beendet, wenn du es möchtest. Das heißt, du hast jeden Tag die Möglichkeit, aus dem Livestream zu gehen, aus diesem Gespräch zu flüchten. Deshalb kann dich niemand zwingen. Ja, ist gut. Das ist es. Deswegen zwingt dich auch keiner. Ja gut, dann wäre meine Frage diesmal beantwortet, ne? Das freut mich, dass es beantwortet ist. Sehr gut, dann vertschüss ich mich mal. Okay, dann mach's gut, gell? Ich wünsche dir das Beste. Ciao, ciao. Ja, ich warte jetzt und habe Jesus lieben gelernt, weil ich mich fühle. Amen, 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 amen. Guck mal, es geht gar nicht um Zwang. Wenn ich, Shalom, Ale, was geht, Shalom, Gottes Segen, Jan. Wenn ich doch den Menschen entgegentrete und sage, ey, guck mal, ich glaube an Gott. Ich glaube daran, dass Jesus für mich Mensch geworden ist und dass er für mich ans Kreuz gegangen ist. Ich glaube daran, dass jeder, der nicht daran glaubt, in die Hölle kommt. Ist es Zwang? Nein, ist es nicht. Du kannst auch immer noch frei entscheiden, ob du daran glauben willst oder nicht. Nein, Luca, gehe ich nicht. Gottes Segen, Amerima, wie geht's dir? Boah, habe ich gerade laut geschluckt. So früh live, ja, Bro. Darf ich fragen, warum? Du darfst fragen, ich bin, es hat zwar schon private Gründe auch, die werde ich natürlich jetzt nicht äußern, das ist halt privat, aber meistens reizt mich meine Faulheit nicht zu gehen. Ja, manchmal ist es die Faulheit, aber leider gibt es auch heutzutage so wenig gute Gemeinden, die das wahre, gesunde lehren. Leider gibt es so viele Gemeinden, die nicht ja, das Gute lehren und deswegen, ja, es ist schwer. Ich glaube, allein richtig rettet uns. Richtig. Der Glaube alleine rettet dich. Epheser 2, 8 bis 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. In der Bibel lesen wir in Römer 11, Vers 6, eindeutig, wenn aus Gnade, dann nicht mehr um der Werke willen, sonst wäre die Gnade nicht mehr Gnade. Das bedeutet aus Gnade, nicht aus Werken. Ja, Bruder, kommst du mir? Viele lehren Werksgerechtigkeit oder Heilsverlust. Ja, leider, sehr viele. Sehr viele lehren diesen Schwachsinn. Ein Christ kann durch zu viel Sündigen seine Errettung verlieren. Naja, in der Bibel steht, in Hebräer 10 steht eindeutig, ein für alle Mal ist Christus für unsere Sünden gestorben. Und in Hebräer 10, 17 bis 18 lesen wir, an ihre Gesetzlosigkeiten und an ihre Sünden will ich nicht mehr gedenken. Denn wo Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Jesus hat sein Opfer gegeben. Wir können nicht verloren gehen. Johannes sagt in 1. Johannes 5, 13, die schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr weiterhin an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Eindeutig. Da gibt es keine zwei Wege oder zwei Interpretationsmöglichkeiten. Ja, aber in der Kursweise, dass ihr merkt, ja, das ist so, ja.
Alle bitte sagt mir, gibt es das Buch in der Bibel Numeri? Numeri ist 4. Buch Mose. Wieso sollte Gott jemanden ins Paradies lassen, der nicht an Gott glaubt? Daher sagt er, sie kommen. Da kommt Bock mehr, ich schreibe noch 3 Arbeiten. Boah, das ist stark. Warum denn? Warum fragst du, Moritz? Jesus ist Gott, richtig, Madeleine, Amen. Sie wusste nicht mal, was Numeri ist, bekam Vers und hatte keine Argumente. Zu was denn? Zu was willst du denn Argumente geben, Smiling Zunge? Boah, ich selbst steht über was anderes. Marokkaner, du sagst doch gerade eben, du respektierst jede Religion. Ja, er meint 4. Mose, ja, ich weiß, welchen Vers er meint. Gott segne dich auch, BVB. Ich habe dich gerade eben reingelassen, aber du bist rausgegangen. Habe ich alles schon geschrieben, aber deine Moderatorin hat alles gelöscht. Sie ist kein Mädchen. Gibt auch viele auf TikTok, die vielen falschen Lehren verbreiten. Richtig traurig, ja. Die Geister muss man prüfen, richtig. Richtig. Marokkaner, stell auch deine Fragen. Was ist denn los? Ich hätte mal mehr am Kicken, alle. Möge der Herr dich segnen und heilen. Ist Jesus Gott? Ja, ist er. Aber Gott selbst sagte, dass eine Gemeinde wichtig ist und Jesus selbst hatte auch eine Gemeinde. Jesus selbst hatte keine Gemeinde, er hat in Gemeinden gelehrt, also in Synagogen. Ja, er hat aber keine Gemeinde. Das kommt darauf an, was du unter Gemeinde verstehst. Ne? Das Wort Ekklesia bedeutet in erster Linie Versammlung. Das ist die Versammlung, wo sich 2 oder 3 in meinem Namen versammeln, so bin ich ihre Mitte. Steht in Matthäus 18, 20. Und heute versammelt man sich einfach in Gebäuden. So, weißt du, was ich meine? Aber die Gebäude stellt nicht die Kirche dar. Die Kirche sind die Versammlung. Wie kann man joinen? Du kannst nicht joinen ohne 1000 Follower. Und das ist das Ding, was viele Leute einfach falsch verstehen. Seine Jünger, was ist mit seinen Jüngern gewesen? Seine Jünger haben Gemeinden gegründet, ja. Ja, das ist komisch, Bro. Manche können ohne 1000, manche können mit, das ist so komisch. Ja, es gibt Leute, die im selben Glauben debattieren. Was meinst du, Daniel? Ich meine nicht joinen, nur so wie die anderen gerade für nur reden. Ja, kannst du nicht, Bro. Das kannst du nur mit 1000 Followern, eigentlich. Wie Tim einfach mit kleiner P kommt, aber kleiner P für Intelligenz steht. Für die meisten ist Gemeinde gleich Kirchengebäude. Wir treffen uns sonntags in einer alten Druckerei. Ja, geht auch vollkommen klar. Das ist das Ding. Man hat einfach nur Häuser benutzt, weil damals haben die Apostel auch in großen Häusern gelehrt. Sie haben ja jetzt nicht einfach ein Haus gebaut und haben gesagt, das ist die Kirche. Die haben damals in Häuser gelehrt. Und das ist das Ding. Du versammelst dich da, wo Leute sind. Das ist Gemeinde. Richtig, Chris, ja. Orthodoxen Katholiken, ja. Genau. Aber Leute, ich geh jetzt auf jeden Fall auf. Ich wünsche euch Gottes Segen. Brichst du denn das Brot irgendwo, weil das finde ich schon wichtig, den letzten Willen zu erfüllen? Ja, das ist wichtig, aber nein, mache ich auch nicht. Ich habe genauso meine Ecken und Kanten, Leute. Ich bin nicht perfekt. Also ich wünsche auf jeden Fall Gottes Segen und